Herzlich willkommen. Hallo. Darf ich dich auf ein Aperölsch einladen? Ja, was auch immer das sein mag. Das ist so eine Art flüssiger Satisfier. Könnten wir... Ja, dann bitte. Können wir, brauche ich ganz dringend meine 30 Sekunden... Nein. Das kommt von alleine. Ja. Sag mal, früher hat man ja so... Was hast du denn schon wieder da? Dann ist es ja wirklich wie beim Satisfier, wenn es von alleine kommt. Es kommt von alleine, ja. Früher hat man gibt's ja... übrigens auch für Männer. Ehrlich wahr, das wäre jetzt meine Frage. Also ich habe mehrere Fragen. Ja, gerne. Weil deine Nummer hat mich inspiriert, beziehungsweise es hat einige Fragen aufgeworfen. Ja. Also früher ist man ja irgendwie so verschämt in so Beate-Use-Shops gegangen. Und du. Und ist mit so braunen Tüten da rausgegangen. Mhm. Heute läuft es alles, so ein Satisfier bestellst du dir online. Genau, natürlich. Ja? Ja, klar. Der kommt dann per Päckchen. Sind die auch wieder braun verpackt, dass man weiß? Ja, auf jeden Fall. Den bestellst du dir, ne? Kriegst du auch gratis bei einer Mindestbestellwert von 49 Euro. Bestellst dir noch ein paar Sachen dazu. Der ist aber groß. Was bestellt man sich dann noch dazu? Ja, weiß ich nicht, so ein... Vibratoren. Ich finde ja, dass deine Generation, Martin, korrigier mich, so einen völlig anderen Umgang damit haben. Achso, sorry, ich habe einmal schon getrunken. Wieso muss ich dich jetzt da korrigieren? Naja, es kann ja sein, dass du sagst, nee, für mich ist über Sexspielzeug. Bin ich eine andere Generation als du? Ja. Schwimmer, du bist einfach bedeutend älter. Naja. Bei uns gab es noch keine Vibratoren, wir hatten noch keinen Strom. Also, aber für eure oder für deine Generation ist das so ein Thema, da spricht man auch öffentlich drüber. Natürlich, ich spreche mit meinen Freundinnen andauernd darüber. Wir sind am Masturbieren. Aber es ist jetzt nochmal was anderes. Ja, jetzt nochmal was anderes, ob man das mit seinen Freundinnen bespricht oder vor 200.000 Fernsehzuschauern. Ja, kauft euch alle sowas, na, gönnt euch. So, jetzt sagtest du, sowas gibt's auch für Männer. Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe es nicht ausprobiert. Ja, logisch. Ich habe die Nummer. Ja. Macht Sinn. Danke. Soweit kann ich folgen, zumindest biologisch. Also ich habe die Nummer irgendwie mal erzählt und dann hat irgendwie so ein Typ kommentiert, ja, es gibt es auch für Männer und zwar steckst du dein Ding denn da irgendwie rein und dann vibriert es einfach die ganze Zeit. Das klingt gut, oder? Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Motorradfahren, aber... Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl. Das ist ein ähnliches Gefühl. Sag mal, Schluss mit Sexspielzeug. Ja. Mhm. Wärst du eine begeisterte CDU-Vorsitzende, wäre das was für dich? Die CDU braucht Frauen und ich glaube auch gerade so Frauen wie du. Warum? Dass da einfach mal frischer Wind reinkommt in die... Ja, also wenn die mich wollen, ich sag ja. Wäre die CDU denn auch politisch eine Partei, wo du sagst... Nö. Nö. So, einfach nein. Nein. Einfach nein. Aber zumindest, man könnte ja auch das Modell fahren, ich gehe in diese Partei rein, höhle sie von unten aus und mache dann quasi eine neue... Ja, aber wie lange soll das denn dauern? Da wäre ich 80. Das stimmt allerdings. Ja. Und du hast während der Corona-Zeit, und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hast gesagt, ich mache jetzt was und hast als Sozialarbeiterin gearbeitet. Genau. Was ich daran so interessant war, ist ja, dass beide Jobs schon auch eine Verbindung haben. Also bei beiden geht es, man will, dass es Leuten gut geht oder besser geht. Wie bist du dann auf diesen Job gekommen und wo genau hast du was gemacht? Ja, also ich habe vor Ewigkeiten soziale Arbeit studiert gehabt. Danach habe ich dann mich andersweitig orientiert. Und während Corona, also als der Lockdown, also ich konnte dann ja nicht weiterarbeiten in diesem Job. Und ich dachte mir so, hey, ich will jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Und ich hatte wirklich 10 Jahre in dem Job einfach gar nicht gearbeitet, aber ich dachte mir, ich bewerbe mich jetzt einfach mal und gucke, was passiert. Und ja, und dann habe ich irgendwie sofort eigentlich einen Job bekommen und habe in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Dann habe ich zwischendurch gewechselt und habe in der Wohngruppe für Kinder gearbeitet. Und ich fand das total geil, weil ich glaube, mich hat das so während der Pandemie echt voll gerettet. Also alleine, dass man einfach rausgehen kann, irgendwie nochmal was anderes sieht. Und mich hat das auch persönlich voll weitergebracht. Ja. Und wäre es, aber du hast dich trotzdem nach der Pandemie dann wieder für die Comedy entschieden. Schlägt da immer noch so ein Herz oder sagst du, nee, das war jetzt nochmal eine Phase? Also ich würde es immer, glaube ich, schon nochmal wieder machen. Ich meine, ich sage ganz ehrlich, ich dachte mir so, ich kriege keinen Job, weil ich 10 Jahre da nicht gearbeitet habe. Also, aber ich habe einen Job bekommen, was auch irgendwie ziemlich krass ist. Also, der Markt ist einfach so nicht gesättigt. Und also ich
würde schon, glaube ich, noch mal gerne mit Menschen arbeiten. So, ne? Also ich halte mir das immer noch offen und kann mir das auch noch mal gut vorstellen. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal wieder hier arbeiten. Ne? Ja, und nach heute Abend kann man, glaube ich, festhalten, es ist genau der richtige Platz, an dem du dich befindest. Schön, dass du da warst. Meine Damen und Herren, Christin Juksch. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.